Hey Freunde, herzlich willkommen zum neuen Mikrofon-Kanal. Wir haben uns gerade mal gedacht, wir machen das Ganze mal im Schnellverfahren jetzt, weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe, jetzt so viel noch zu schneiden, weil ich schon ein bisschen was filmen muss. Ich habe einen Dennis mit dabei von Aquakallax, den kennt ihr ja aus Höhle der Löwen. Ja. Seid mir gegrüßt. Ja. Wir nutzen die Mittagszeit genau. Ein bisschen aus. Wir nutzen jetzt die Mittagszeit. Ein bisschen Luft, dann können wir euch mal ein bisschen was zeigen, was hier abgeht. Genau. Auf der Fisch und Reptil mit wenig ohne Reptil, ja. Das ist ganz kurz als Vormerkung, wenn ihr vorhabt, am Sonntag jetzt noch hierher zu kommen und euch nur für Reptilien interessiert, könnt ihr euch eigentlich den Weg sparen, leider, weil die Auflagen hier sehr, sehr hoch waren und reptilmäßig nicht so viel am Start ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir viel salziges und viel süßes Wasser für euch im Gepäck. Und wir zeigen euch einfach mal ein bisschen was. Wir laufen einfach mal jetzt eine Runde über die Messe, würde ich sagen. Wir fangen mal hier bei dir auf dem Stand einfach mal ganz kurz an, oder? Können wir machen. Ich meine, wir haben ja schon ein Video-Gerät, genau. Drin sozusagen. Genau. Dann schieß doch mal los. Was hast du denn alles Neues am Start? Zeig mal drei neue Sachen. Drei neue Sachen. Safe Bay, automatischer Laichsammler. Hier für euch kleinen Bärblinge ist das was Feines. Ja. Laichsammeln ohne die alten Glasbehälter mit einem gelochten Deckel oder sonst was. Das geht vollautomatisch, macht richtig Spaß, das ist eine riesen Erleichterung. Mhm. Was haben wir noch Neues? Unsere UGF-Boxen sind im neuen Outfit dahergekommen. Okay. Jetzt mit diesem schwarzen Rahmen, ganz schick. Filtern auf 3 Etagen im asiatischen Stil. Sehr beliebt bei den Garnelenhaltern. Ja. Was haben wir noch neu? Ein bisschen neues Zubehör für unsere Concave-Filter. Concave-Filter sind natürlich hier der Renner und Klassiker. Da sehen wir hier zum Beispiel einmal den neuen Float-Chiller-Aufsatz für die Kampffischfreunde unter euch. Mhm. Für wenig Strömung. Genau, weniger Strömung im Becken, gute Strömung an der Oberfläche. Und das Ganze haben wir natürlich auch noch andersrum. Für diejenigen, wo es ein bisschen heftiger zugehen darf im Becken. Dann nehmen wir den Plus-Aufsatz, der powert euch dann eine richtig schöne Oberflächenbewegung rein. Genau. Ansonsten, es gibt natürlich vieles Neues. Wir haben Luftrieber hier aus eigener Herstellung. Jetzt die schönen neuen Antriebe, für jeden erkennbar, dass es auch unsere sind. Der große Shark-Antrieb, dann haben wir den mittelgroßen Zichlid-Antrieb, den Zierfisch, der ist hübsch, oder? Ja, der ist super. Und mein Liebling ist ja der Favorit, der kleine Shrimpy. Ah ja. Für die kleinen Nanos. Und das werden wir euch alles im Hauptvideo nochmal komplett vorstellen, würde ich sagen. Das sprengt nämlich jetzt den Rahmen. Sprengt den Rahmen. Guck mal, wer noch hier ist. Genau. Hier haben wir nämlich Osmo Unity. Wir haben unsere Stände direkt aneinander gebaut, weil das einfach geil harmoniert. Ja. Wer ein gutes Becken haben will, der braucht natürlich einen guten Filter. Aber das Ausgangswasser, das ist auch entscheidend und das kriegst du von ihm. Hier, Osmo Unity. Genau, das ist die Osmoseanlage mit dem wenigsten Abwasser. Genau. Das ist sehr, sehr geile Sache. Abwasserverhältnis, da können sich alle anderen gegen hinter verstecken. Das ist natürlich gerade so in der jetzigen Zeit im Sinne der Nachhaltigkeit richtig gut. Ja, definitiv. Wir haben auch was brandneues mitgebracht für diese Messe. Und da ist er schon, das ist der Thomas. Genau. Oh, Thomas, der hat was brandneues mitgebracht. Genau, erzähl doch mal, was du mitgebracht hast, was ganz Neues. Du musst das Mikrofon. Ich muss euch einmal drehen. Ah, du musst das Mikrofon nehmen, sonst hast du keinen Ton. Ah, ich muss ein Mikrofon. Ja, was brandneues. Wir kommen einmal rum. Einmal rum. Das ist die neue Profiline Compact. Auf Kundenwunsch habe ich 6 Anlagen mitgebracht für die Messe. Okay. Das Ganze ein bisschen kompakter, wie man es kennt. Und im Vorfilterbereich sind immer 2 Filterstufen drin. Und die Leistung ist zwischen 300 und 400 GPD. Wenn man es mal umrechnen würde, sind wir bei normalem Leitungsdruck sind wir bei 30 bis 45 Liter die Stunde ohne Druckerhöhungspumpe. Okay, das ist ordentlich. Ja. Ja cool, ich würde sagen, wir machen im Hauptvideo nochmal eine komplette Dokumentation darum. Weil jetzt wollen wir noch ganz kurz den Leuten zeigen, was sie hier auf der Messe erwartet. Super, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Ja, ciao. So, gut, okay. Dann haben wir schon mal jetzt eure Stände abgefrühstückt. Ich würde sagen, wir gehen mal drüben Meerwasser. Eigentlich reicht das schon, ne? Eigentlich reicht das schon, ja genau. Wir machen jetzt Feierabend. Wir haben wirklich tolle Sachen zu entdecken. Sollen wir mal ein bisschen ins Meerwasser rein? Ja, komm, wir gehen mal ein bisschen ins Meerwasser rein. Korallenzucht Karlsruhe. Genau, wir gucken mal, was die Korallenzucht Karlsruhe macht. Die sind schwer beschäftigt. Ach, guck mal, jetzt ist gerade frei. Wir schaufeln uns eine Lücke, da sind die Jungs. Genau. Hallo. Ja, und? Läuft? Läuft, ja. Sehr gut, was gibt's denn bei euch hier? Komm, mach mal ein bisschen Werbung für die Leute, die morgen noch vorbeikommen wollen. Guck mal hier, was wir haben. Bleib bei dir, ja. Hier haben wir schöne Akandastreas, schöne große Platten. Ich habe leider keinen Filter drauf, aber... Von B-Grades bis zu Ultra-Rainbow-Grades. Ja. Dann haben wir hier schöne Lobophylia, Hendricki, also die haarige Variante. Schöne Euphylien. Aha. Aus unserer Zucht, Tarnkorber. Dann haben wir hier geht's weiter mit unserer Dragon Souls, auch Frags für 25 Euro.
kleine Zoo-Palette. Ist das günstig? Ich meine, als Süßwasser-Aquarien habe ich da keine Ahnung von. Also so eine Blade kostet schon dann 29 Euro mal zum Vergleich. Okay. Dann natürlich die Scolumnia Australis dürfen nicht fehlen. Da liegen wir auch ja, von Preise von 80 Euro bis 300. Haben wir noch ein paar schöne gezüchtete Schalischen. So, auch schöne Mycediums, gelb, rot. Dann natürlich die Regenbogen Acanthrax dürfen nicht fehlen. So, was haben wir noch? Schöne Cynarina hier. Dann haben wir noch Leptoceris, Goniopora. Da für die Anfängerfraktion ein paar schöne Mondis und dann natürlich ein Trachyphylia mehr. Ja, das Ganze natürlich auch alles. Wo übrig geblieben sind. Das Ganze natürlich alles zu super Messerabatten, ne? Natürlich. Ja. Also Preise stimmen heute bei uns. Dann haben wir hier, geht's weiter. Oh, das sind wieder schöne Heliofungias, Goniophoras. Ja. Ja, Euphylia, Klappresenz, schöne. Ja, alles, was das Herz begehrt. Alles, was das Herz begehrt. Also lohnt sich auf jeden Fall. Riesendrache. Also für die Leute, wo über 1000 Liter Becken haben, sehr schön. Ja, ansonsten alles subi. Ja, also lohnt sich vorbeizukommen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind da für euch. Sehr gut. Also, wenn ihr morgen vorbeikommen wollt, schaut mal hier bei Korallen zu Karlsruhe vorbei. Okay. Gut, wir gehen weiter. Dank dir. Ja, so. Wer da nichts findet. Ja, wer da nichts findet, nicht. Genau. Wir sagen die ganzen Namen zwar irgendwie überhaupt nichts, aber. Nein, das werde ich mir auch nicht merken können, aber ich finde sie aber wunderschön, die Teile. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Salziges. Was haben wir da drüben? Fischfutter Express. Da gibt es wahrscheinlich Fischfutter, oder? Du, lass uns den mal ganz kurz anschauen. Der ist mir nämlich tatsächlich nicht so wirklich ein Begriff. Mir auch nicht. Ich habe gestern im Vlog schon mal ganz kurz drüber gefilmt, aber... Ich sehe Gefriertruhen. Das ist schon mal Frostfutter. Ja, Frostfutter. Wahrscheinlich voll ausgestattet. Ja, und auch fischtechnisch ist auch hier auch einiges am Start. Oh, das ist schön. Ja, schöne so große Becken. An. Ja. Da ist ordentlich was am Start hier. Also wer Fische braucht... Ist hier, glaube ich, auch echt. Ein paar. Im Schwarm macht das richtig was her. Ja, auf jeden Fall. Wunderbare Sache. Dann hier, ja. Unser die besten Wasserpflanzen, die ich empfehle. Genau, ich hab vorhin schon gesagt, der Wasserpflanzengott unseres Vertrauens. Schwer beschäftigt. Ja. Na? Hier, ich gebe dir mal ein Mikrofon. Was hast du hier alles am Start? Sag doch mal den Zuschauern, die morgen noch vorbeikommen wollen, was sie hier erwartet und was sie bei dir bekommen. Oh, was haben wir hier? Wir haben eigentlich alles Mögliche hier, angefangen von Sterildosen für Garnelenfreunde bis Vordergrundpflanzen, Hintergrundpflanzen, verschiedene Lugias. Als Besonderheit vielleicht haben wir hier schöne Seerosen, Panta, Minuta, normale grüne Tigerlotus, rote Tigerlotus und eine verschiedene Auswahl von verschiedenen Amazonaspflanzen, grüne, sehr viele verschiedene Lugias zur Auswahl mit Jarafan. Und noch ein paar Besonderheiten, Lagenandra in Rot und Grün. Okay. Du musst das Mikrofon an deinem Mund halten, sonst hört man dich nicht. Aber ich denke mal, es passt vom Ton her. Laut. Genau. Ja. Ja, aber cool. Also, für diejenigen, die Wasserpflanzen suchen, kommt morgen vorbei. Hier sind auch noch andere, die auch schöne Pflanzen haben. Deswegen, genau. Also Pflanzen gibt es hier sehr viele. Ja, cool. Dann, dank dir. Alles klar. Alles klar, bis später. So überfallen. Ja. Muss sein. Wir müssen ja gucken, dass du was arbeitest, ja? Ich habe da noch so einen Verrückten entdeckt. Noch so einen Verrückten? Der Verrückte mit Hut, meinst du? Der Verrückte mit Hut. Komm, wir gehen mal zum Verrückten. Der hat immer Hochsommer. Ja, der Verrückte mit Hut. Der wurde geklont. Guck mal, da gibt es jetzt zwei Verrückte mit Hut. Siehst du das? Zellteilung. Mal gucken, ob es morgen drei sind. Meinst du, ihr seid morgen zu dritt? Ja. Also ihr seid schon so. Ihr habt doch schon. Es sind schon drei. Unfassbar. Ja. Ja, ich halte schon mal nicht weiter von der Arbeit ab. Dich hatten wir ja gestern schon. Viel Spaß noch. Danke. Bis dann. Ciao. Aber dem kriegst du auch ein paar nette Tierchen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Kriegst du alles. Da haben wir schon ein Video drüber gemacht. Hast du schon? Ja. Perfekt. Dann hier, genau, ich habe Kunden gefragt, ob es sich hier lohnt, Aquarien zu kaufen wegen Messerabatten. Aber ich glaube, guck mal, Kallax Aquarium 45 Euro. Das ist Doppelte für oben drauf, für 45 Euro. Also, Schnäppchen. Wer da nicht zuschlägt? Ja, selbst schuld. Also, wer Aquarien kaufen will, lohnt sich auf jeden Fall hier vorbeizukommen. Auch alles, was Technik hier angeht und sowas, ne? Was? Ich überlege nur gerade, was ich mir noch so mitnehmen könnte. Ach so, ja. Ja, shoppen tun wir gleich, machen wir gleich. Ja. Hier geht es nochmal Wasserpflanzen. Wasserpflanzen gibt es auch nochmal hier. Ja.
Guck dir mal die Großen an da. Die und hier haben wir auch ukrainische YouTube-Kollege noch mit am Start. Aha. Das ist wirklich die. Ja. Servus, hi. Aus ist Deutschland. Aus Deutschland, genau. Aus Deutschland, richtig. Und aber no. Mit ihm machst du demnächst auch nochmal ein Video. Ach cool. Ja. Wir sprechen später nochmal. Wir sprechen später. Okay. Okay, bis dann. Also Wasserpflanze gibt es hier auch nochmal. Ordentlich was. Kommen wir rüber schwenken. Komm, wir schwenken mal rüber zu Daytime. Genau, wir gehen mal zu Daytime. Schönes Licht, ist immer wichtig. Ja. Oase am Start. Oh, wir fürs Tier, ja, ist auch einiges am Start. Komm, die sind gerade schwer beschäftigt. Wir gehen mal einmal hier rüber. So, aber Daytime habe ich euch vorhin schon ein Hauptvideo gedreht. Ist jetzt gerade auch hier im Kundengespräch. Aber wir zeigen euch mal ganz kurz, was ich vorhin schon gesagt bekommen habe. Die haben die großen bis zu 4 Meter Basisplatten jetzt hier am Start. Keine Ahnung, 4,50 Meter? Ja, also da geht schon ordentlich was drauf. Das seht ihr aber dann noch im Hauptvideo. Und die neue Cobra-Leuchte ist auch hier am Start ausgestellt. Dazu aber auch im Hauptvideo noch mal ein bisschen mehr. Ansonsten Lightscreens, also Backlights sind auch hier. Also bei Daytime findet ihr auf jeden Fall auch ordentliche Messerabatte und ordentliche Produkte. Ja? Wahnsinn, was die hier auffahren, ja, ist schon richtig schon nice. Krass, ja. Auch hier das Becken, wenn ihr mal guckt, 1500 Euro, 50% Messerabatt, ist auch ordentlich. Gut, dann gehen wir noch mal ganz kurz zu Guppy & Friends, oder? So, bei Guppy & Friends ist das erste Mal diesmal auf der Messe. Ich gebe dir noch mal ganz kurz das Mikrofon. Sag noch mal, wie ist deine Messeerfahrung? Allgemein sehr gut. Also ja. ich bin wirklich zufrieden. Schade, dass die Reptil nicht ist. Ja. Das ist aber sonst, die Auswahl ist toll. Ich bin froh, dass es mal in Ulm stattfindet. Als waschechte Ulmerin. Ja. Was willst du den Zuschauern noch sagen, die morgen noch auf der Messe vorbeischauen wollen? Lohnt es sich nochmal? Ja, oder? Ja, also ich sag mal, die Stände sind noch voll, die Auswahl ist riesengroß. Hast du morgen noch was da? Ich habe noch was übrig, wenn nicht. Sehr gut. Also komm vorbei, Guppy & Friends Stand, schaut ich mal. Bis morgen. Genau. Die Reise lohnt sich. Sehr gut. So. Ach, guck mal, wen haben wir denn hier? Die kennen wir doch auch hier. Ich gebe euch mal ein Mikrofon. Na, was führt euch denn hierher? Die Langeweile. Die Langeweile? Langeweile. Bei euch muss ich auch mal wieder vorbeikommen demnächst, ne? Genau, ja. Ja. Ist gerne jederzeit eingeladen. Ja, und wie findet ihr die Messe generell? Wir haben bis jetzt noch gar nicht viel gesehen. Wir waren jetzt super in Nicole bis jetzt. Okay. Aber gleich laufen wir mal durch. Na gut, dann gibt später nochmal Feedback. Ich finde es ein bisschen klein. Ja, also ich habe auch schon gesagt, willkommen zu Fisch ohne Reptil, weil die Reptilien wurden ja, ausgemustert, ja. Ja, schade. Ja. Weil ich ja normalerweise nichts mit Reptilien am Hut habe, aber das wäre eine coole Möglichkeit gewesen. Aber ja, ja. Anscheinend gibt es kleine Hemmnisse hier. Ja, schade. Aber egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß auf der Messe. Vielen Dank. Wir laufen nochmal eine Runde und ja, bis später. Bis dann. So, laufen wir weiter. Was haben wir denn hier noch so? Wir können in jede Richtung gehen. Gehen wir einfach hier lang. Genau, hier. Sehen wir auch ein bekanntes Gesicht. Ein bekanntes Gesicht, den kennst du, das? Der ist auf jeder Messe. Also wer ihn nicht kennt, der hat wirklich von allem alles da. Er hat hier alles da. Wenn du irgendwas... Komm, er will da bestimmt auch was sagen. Was hast du denn hier? Sag doch mal für den Zuschauer. Du musst... Nicht randalieren, nicht randalieren. Du musst aber das Mikrofon festhalten, sonst hast du keinen Ton. Alles Mögliche an Kleinteile, Kindermaterial, Lüfter, Bonfilter, noch Futter auch. Dann also alles, was das Herz begehrt, hast du hier am Start. Ja, ja. Und für die Leute, die sich morgen nochmal auf die Reise machen, würdest du auch empfehlen, nochmal vorbeikommen. Noch vorbeikommen. Ja, genau. Okay. Ja, super. Cool. Dann, ja, weiterhin schöne Messe. Ja, danke ebenso. Und ja, bis dann zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wir haben auch was für die Kultur zu bieten. Für die Kultur? Wir tatsächlich so Skulptur. Skulptur? Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich habe das auch noch nicht. Ich habe sowas gesehen von Colorstone war das, glaube ich, sowas geschnitztes. So riesengroße Sachen auf der Interzoo war das mal. Wir hatten tatsächlich auch mal, das war bestimmt schon 2018 oder so, in Dortmund jemanden, der hat vor Ort auch ein bisschen was geschnitzt. Okay. Kannst du dich daran erinnern? Nee. Interessante Geschichte, aber so habe ich es noch nicht gesehen. Ja, also für die Kunstliebhaber, hier gibt es ja auf jeden Fall auch einiges. Ein bisschen schöne Sachen. Und daneben wieder Salziges. Ja, hier wieder Salziges, genau. Ja. Die Schwabenkorallen. Die Schwabenkorallen. Wir haben auch schöne kleine bunte Sachen. Ja. Also für Salzige, ja? Ja.
Magst du mal sagen, was du hier alles am Start hast für die Leute, die morgen noch auf die Messe kommen? Ja, wir haben schöne LPS hier, Euphilias haben wir dabei. Mhm. Hier noch schöne Montiporas Sunfirecrafted, schöne Sammlertiere wie Beachbomb auch noch, Mami Eichalis, drüben haben wir noch schöne Zoas dabei und schöne Bubble-Schrumpfs hier. Okay. Shorebreaker Discosomas, Interstellar Discosoma und viele schöne Zoas sind dabei. Also lohnt sich auf jeden Fall für die Leute nochmal vorbeizukommen. Auf jeden Fall mal vorbeizukommen. Ja, sehr gut, dann schaut mal bei Schwarmkorallen morgen vorbei. Okay, danke. Ich danke dir. So, dann gehen wir noch mal weiter. Was haben wir hier drüben noch? Guppies. Ich sehe einen riesen Schwarm Guppies. Jede Menge Guppies. Guppihobby.de. Okay. Aha. Der Autofokus spinnt mal wieder. Man kennt's. Ja. Schöne Tiere. Schöne Tiere, ja. Was haben wir noch? Ah, genau, hier haben wir den einzigen Stand mit Reptilien. Also, na, was heißt Reptilien? Schildkröten. Ja. Also griechische Landschildkröten gibt es hier auf jeden Fall. Das ist der leider einzigste Stand aktuell hier auf der Messe. Ne? Möchtet ihr was dazu sagen? Komm, für die Leute, die morgen auf die Messe kommen, lohnt es sich nochmal vorbeizukommen? Ja, klar. Ja, wir sind ja da. Ihr seid ja da, genau. Ihr seid die Einzigen mit Reptilien, ne? Genau, wenn man nur wegen Reptilien da ist, ist ja ein bisschen wenig. Leider ja, aber ging ja leider nicht anders. Aber ihr habt auf jeden Fall was am Start hier. Genau. Und okay. Komm, wir gehen mal gucken. Dass wir wenigstens ein bisschen Reptilien-Content hier am Start bekommen, ne? Zumindest die da oben in der Pflanze. Da oben sitzt er. Ich weiß nicht, seht ihr ihn? Auf der Börse zu sehen gibt, die hast du jetzt im Video. Ja, habe ich alle Reptilien eingefangen, sehr, sehr gut. Also, schaut mal hier bei Stand 169 vorbei, wenn ihr Reptilien sehen wollt. DGAT Stadt. DGAT, genau. Ich danke dir. So, gehen wir mal weiter. Kinderbespaßung gibt es hier auch. Magst du eine Runde spielen gehen? Barfuß? Nee, zu kalt. Ich habe schon den ganzen Tag diese schweren Klopper hier an. Man merkt es dann doch. Okay. Ich glaube, wir gehen über die Börse. Das genau. Ist recht interessant, oder? Genau, wir gehen einmal noch eine Runde über die Börse und ich glaube, dann haben wir eigentlich fast alles gesehen. Ne? Auch also überall bekannte Gesichter. Ja. Ich sehe den Matthias. Ne? Wo ist er? Geradeaus. Tima, das stellen wir schon direkt vor. Also Börse, auch alles, was das Herz begehrt, würde ich sagen. Wir gehen jetzt mal nicht so nah an die Becken dran, weil die hier ziemlich voll ist. Ja, hier schöne Regenbogen-L-Ritzen. Also Fischauswahl ist auf jeden Fall ja, sehr gut, ne? Würde ich sagen. Dann haben wir hier das Buntbarschparadies, kennst du den auch? Bei dem habe ich auch schon ein Video gedreht. Nicht persönlich. Ja. Aber schöne Tiere. Ja, sehr, sehr schöne Tiere. Die Anlage von mir ist auch super top. Also da haben wir, wie gesagt, schon ein Video drüber gedreht. Waren meine Anlage zu Besuch. Das war echt richtig nice. Also schaut auf jeden Fall mal. Ja, schaut auf jeden Fall mal hier vorbei. Wir sind gerade im Kundengespräch. Wir laufen einfach mal weiter, komm. Wo ist so lang? Ja, hier geht es nicht weiter. Einmal zwischendurch und wieder umdrehen. Nur das war genau, anschauen. Genau. Wir haben ja vom Skalar über den Molli, Guppi, alles am Start. Ist alles und echt super schöne Tiere. Autofokus, da ist er. Also lohnt sich auf jeden Fall. Schöne Japan Blue. Ja. So, hier haben wir auch noch. Die sind natürlich überall dazwischen, das ist mal ganz wichtig. Sehr, sehr schön. Ja, hier Garnelen, genau. Ja. Der Neon darf tatsächlich nirgendwo fehlen. Nee, der muss überall mit dabei sein. Ganz, das ist der neue Millionenfisch, ne? Immer im großen Schwarm, weil das macht ja richtig was her, ne? Das macht viel was her. Gut. Schnecken natürlich auch ohne Ende dazwischen. Oh. Ja, Zwergpanzer, Wilsel. Ich glaube, da müssen die Leute selbst dabei kommen, sich das Ganze anschauen. Ja, das kannst du nicht, alles einmal aufzählen. Wir können noch einmal quer drüber gehen. Genau. Krebse, ist alles dazwischen. Krebse, Schnecken, ja. Ja, komm, ich glaube, wir haben jetzt fast 20 Minuten Video hier gedreht. Und wir könnten noch ein bisschen. Wir könnten noch ein bisschen, aber wir werden ja morgen noch mal ein bisschen was drehen. Ja, ich muss auch wieder zurück zum Stand. Genau. Da wird schon Alarm geschlagen. Genau. Und ich würde sagen, kommt morgen vorbei. Ja, kommt morgen vorbei, es lohnt sich. Also alles, was mit Aquaristik zu tun hat, kommt vorbei.
Und ja, ich werde jetzt das Video mal schnell zusammenschneiden, hochladen, dass ihr das heute jetzt noch, gleich noch seht im Anschluss. Und ja, ich freue mich auf euch, wenn ich euch morgen noch sehe. Auch wenn es schneit, die Straßen sind frei. Kein genau, Thema. Genau, also man kommt mit dir. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen auf der Messe oder im nächsten Video. Macht's gut zusammen und tschüss.